Ich muss sagen, Glamgore war jetzt nicht wirklich der perfekte Film, vor allem dadurch, dass der Film mit einer Laufzeit von 71 Minuten mit Abspann, und dieser Abspann misst satte 6 Minuten, also mit Vorspann 65 Minuten. Das heißt, wenn man es wirklich genau berechnet, läuft der Film knapp über eine Stunde. Dafür nimmt sich der Film meiner Meinung nach dann doch relativ viel Zeit für etwas Füllmaterial, für Szenen, die im Endeffekt keine wirkliche Bedeutung haben. Als Wiedergeburt des Giallo würde ich den Film auf keinen Fall sehen, eher als nette Hommage von Genrefans, die verschiedene Elemente vom Giallo, vom Slasher, von anderen Horrorfilmen mehr oder weniger kombiniert haben und eine eigentlich richtig blutige, aber kurze Adaption geschaffen haben. Fans des Genres, wer das wirklich sehen möchte, wer sich nach meiner Beschreibung motiviert fühlt, sich den Film anzuschauen, kann das eigentlich tun, sollte es im Endeffekt nicht wirklich bereuen, aber zu viel sollte man sich von Glamgore im Endeffekt dann auch nicht erwarten.